besonderes Gedenken geht in diesem Augenblick am Vormittag des 3. Juni 1998 hat unser Land einen Schock erlitten. Das große Zugunglück, die Katastrophe von Eschede, hat in kürzester Zeit unser ganzes Volk zuerst in Entsetzen, dann in Trauer und dann in ein ungeheures Mitleiden vereint. Vielleicht sind Sie da. Im Namen aller Bürger danke ich Ihnen für Ihren vorbildlichen Einsatz. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie mit den erlittenen seelischen Schocks leben können. Ein ganz besonderer Dank gilt allen Frauen und Männern, die in diesen Stunden als Seelsorger oder in ähnlicher Weise den Helfern selbst zu Helfern geworden sind. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei. Polizei! Hey! Bitte?